Ein steigender Börse Frankfurt Sentiment Index ohne Optimisten? Wie geht das denn? Hallo Joachim. Unsere heutige Erhebung bei rund 1400 aktiven Anlegern hat gezeigt, dass vor allen Dingen die Bären rausgegangen sind, also ihre Short-Positionen zugemacht haben. Das hebt natürlich in der Summe die Stimmung, aber was bedeutet das für den Markt? Wie ist das zu erklären? Nun, wenn wir uns die institutionellen Anleger angucken, dann sehen wir tatsächlich eine Zunahme im Börse Frankfurt Sentiment Index auf einen Stand von plus 27. Das sieht man auch recht schön in der Grafik. Und beim zweiten Blick wird man erkennen, dass dies nicht der höchste Stand dieses Jahres ist. Dieser Zuwachs, der kommt nämlich tatsächlich überhaupt nicht zustande wegen neuer Optimisten, sondern weil Pessimisten das Handtuch geworfen haben. Das heißt ganz einfach, sie haben es aufgegeben. Das Drumherum hat sich ja auch ein bisschen gebessert. Wenn wir uns zum Beispiel den US-Handelskonflikt mit China angucken, da hat sich ja dann doch der chinesische Präsident Xi Jinping sehr konziliant gezeigt. Ob das in der Praxis dann auch so sein wird, das sei mal dahingestellt. Aber es hat zumindest gereicht, den Börsianern die ärgsten Ängste zu nehmen und vor allen Dingen die Pessimisten zum Aufgeben zu zwingen. Wenn wir uns dann mal angucken, wie das schon mal in diesem Jahr gewesen ist, wir hatten ja auch höhere Stände im Sentiment-Index gehabt. Da hatten wir zum Beispiel damals einen Stand von plus von 60% Optimisten. Heute ist genau ein anderes Bild. Heute haben wir den niedrigsten Stand an Pessimisten seit Ende 2015. Bei den Privatanlegern hat sich die Entwicklung ganz ähnlich gezeigt. Wir sehen hier aber eine andere zugrunde liegende Verhaltensweise. Hier ist viel mehr Mut vorhanden. Die Privatanleger, sie haben sich ja diejenigen, die aktiv gewesen sind, sind ja recht profitabel aus dem Markt herausgekommen und sind natürlich dann, wenn es darum geht, die Marktposition umzudrehen, jetzt schauen wir uns die Grafik an, da sehen wir ein Börse Frankfurt Sentiment von 0 auf 17 aus dem Stand heraus, weil hier nämlich viele Pessimisten, es sind glaube ich 70% der befragten Pessimisten gewesen, nicht nur tatsächlich ins neutrale Lager gegangen sind, sondern direkt zu den Optimisten ihre Meinung gedreht haben. Was heißt das für den DAX in absoluten Zahlen natürlich? Es sieht das ganz ordentlich aus, der Optimismus. Da bekommen manche schon wieder Angst. Aber diese Angst, die kann ich Ihnen nehmen. Der Optimistenstand, der ist einfach nicht hoch genug. Wenn wir uns die relative Betrachtung der vergangenen 3 bis 6 Monate mal angucken, da werden wir dann feststellen, die Privatanleger, sie sind gerade mal in der relativen Betrachtung neutral gestimmt. Ja, und die institutionellen, sie sind optimistisch, aber nicht übermütig. Das heißt also, wenn der DAX hier nochmal zurückkommen sollte in Form von Korrekturen, dann gäbe es noch genügend stützende Nachfrage. Und letztlich sind die Zeichen also für den DAX noch nicht im roten Bereich, was Übermut oder im Neudeutsch Overconfidence heißt. Danke dir für deine Einschätzung. Gerne.